Harrys Skandalbiografie. Darin bittere Anschuldigungen, die auch König Charles und Prinz William treffen. Warum geht er so weit? Ich denke, Harry ist völlig abgestumpft, völlig realitätsfremd, sehr unreif und gestört. Können die Enthüllungen die Monarchie erschüttern? Harry, dieses Mal hast du die Monarchie in Gefahr gebracht. Harry und Meghan haben es schon wieder getan. Nach einer Doku und zwei TV-Interviews kommt jetzt also Harrys Biografie mit 38. Doch was möchte der ehemalige britische Royal damit erreichen? In der britischen Grafschaft Cheshire im Nordosten Englands treffen wir Paul Burrell. Er war jahrelang der Butler von Prinzessin Diana. Er sagt, das Buch enthält eine Schlüsselszene, die zeigt, wie Harry tickt. Harry, damals 12, und sein 15-jähriger Bruder mussten hinter dem Sarg ihrer Mutter schreiten, gegen Harrys Willen. Harry wollte nicht mit seinem Bruder hinter dem Sarg der Mutter hergehen. Der Palast hat ihn gezwungen. Man hat gesagt, das ist eine Pflicht. Ich weiß noch, wie die Jungs nach der Trauerfeier in den Kensington Palace zurückkehrten. William stand emotionslos in der Tür. Und Harry rannte in meine Arme. Er weinte so sehr, dass mein Hemd nass wurde. Diese Szene wirkt durch Pauls Info noch unfassbarer. Der Sarg mit Prinzessin Diana fährt vom 11-jährigen Harry weg. Er sieht hilflos zu seinem Vater. Niemand tröstet Harry. Der heutige König Charles tätschelte dem kleinen Harry nur ungelenkt die Schulter. Hilflos fühlte sich Harry auch, als Charles ihm die Todesnachricht seiner Mutter überbrachte. Ich stand unter Schock. 12 Jahre alt, es war früh am Morgen, 7.30 Uhr. Dein Vater kommt rein, setzt sich auf dein Bett, legt seine Hand auf dein Knie und sagt dir, dass es einen Unfall gab. Ich konnte es nicht fassen. Und auch später begleitete die Prinzen niemand in ihrer Trauer. Sie waren allein mit ihren Gefühlen. Sind diese emotionalen Verletzungen der einzige Grund für Harrys aktuelle Medienoffensive? Wer ist dieser Harry eigentlich? Die Bilder, wie seine Mutter nach seiner Geburt vor die Presse tritt, gehen um die Welt. Neben ihr der nicht so stolze Vater, der heutige König von England. Dianas Butler Paul Burrell weiß, da war die Welt für den kleinen Harry schon nicht mehr in Ordnung. Ich habe es Harry selbst einmal gesagt. Am Abend deiner Geburt hat deine Mutter sich in den Schlaf geweint, weil sie wusste, dass ihre Ehe kaputt ist. Er fragte, warum. Ich erklärte ihm, weil dein Vater in die Wiege blickte und deine roten Haare sah. Diana erklärte, das sind die Spencer-Gene. Charles antwortete, dass er nun zu Camilla gehen könne. Er habe nun den Erben und die Reserve. Was Dianas Ex-Butler andeutet, nicht nur Charles bezog Harrys rote Haare auf Rittmeister James Hewitt, mit dem Diana eine Affäre hatte. Bis heute wird öffentlich darüber spekuliert, wer wirklich Harrys Vater ist. Ich persönlich glaube, dass Harry der Sohn von Charles ist, nicht von James Hewitt. Die Journalistin der britischen Sun, Hannah Hope, aber weiß, die Briten sind nicht ganz Pauls Meinung. Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich sind der Meinung, dass James Hewitt Harrys Vater ist. Nicht nur das machte ihn zum Außenseiter bei den Royals. Auch seine Erziehung lehrt Harry, er ist neben Bruder William nur die Nummer zwei. Das lässt man kleinen Harry selbst in banalen Alltagssituationen spüren, sagt Ex-Butler Paul Burrell. Ich habe ja selbst gesehen, wie die Nanny William drei Würstchen zum Frühstück gab und Harry nur zwei. Sie flüsterte dann William ins Ohr. Dich müssen wir schön füttern, du wirst mal unser König sein. Wie fühlt sich da wohl ein Junge wie Harry, wenn sein Bruder sogar mehr Würstchen bekommt als er? Der Öffentlichkeit dagegen wird jahrelang die glückliche Familie vorgespielt. Das Drama, das sich hinter den Schlossmauern abspielte, kommt erst jetzt durch Harrys Buch ans Licht. Ist das der Grund, warum Harry jetzt so rebelliert?
Ich bin überrascht, dass Harry das Buch nicht Survivor genannt hat. Denn er hat das, was er System nennt, überlebt. Aber das System ist über 1000 Jahre alt. Es hat Regeln, es hat Abläufe und es hat Zeitpläne. Harry war nie bereit, das zu akzeptieren. Den Ausstieg aus der Firma schafft Harry erst, als er Meghan trifft. Nach dem sogenannten Mexit beginnt er mit ihr ein neues Leben in Kalifornien. Wie viele Engländer sieht auch Paul Burrell Meghan als Strippenzieherin dieses Ausstiegs. Harry war ein verletzter Mensch, der Heilung und Hilfe brauchte. Und Meghan muss das bemerkt haben. Ich denke, Meghan war sehr schlau und wusste, welche Knöpfe sie drücken musste. In seinem Buch spricht Harry offen von den Skandalen, die er verursacht hat. Sein Partykostüm, wo er sich als Nazi verkleidet, seine Kneipentouren, seine Drogeneskapaden. Schon damals spricht er von der Wahrheit der Medien und seiner eigenen. So sind die Medien. Es gibt Wahrheit und es gibt Lügen. Leider kann ich die Wahrheit nicht vermitteln, weil ich keine eigene Kolumne in der Zeitung habe. Schwere Vorwürfe, die Harry den britischen Medien macht. Und für ihn ein Grund, seine Wahrheit zu erzählen. Die britische Sun-Journalistin Hannah Hope weiß, Harrys Beziehung zu den Medien ist eindeutig problematisch. Allerdings scheint er weitere Lügen zu verbreiten und die Geschichte umzuschreiben. Denn er scheint die grundlegenden Zusammenhänge und die Art der Medien nicht zu verstehen. Ich finde, er ist nicht sehr glaubwürdig. Harrys schwieriges Verhältnis zu den Medien führte zum endgültigen Bruch mit der königlichen Familie, einschließlich Prinz William und Kate. Doch laut Ex-Butler Paul Burrell war das nicht der einzige Grund. Für ihn gab es auch hier einen Schlüsselmoment. Ich kann genau sagen, was das Fass zum Überlaufen brachte. Nämlich eine Einladung zum Abendessen bei William und Kate. Der Butler bat Harry und Meghan in deren palastartiges Zuhause und zeigte ihnen einen wunderschönen Speisesaal, ein tolles Atelier und sogar einen Ballsaal. Und Meghan dachte, wie, das habt ihr alles? Und wir leben in einem Zweizimmerhäuschen? Das kann doch nicht wahr sein. Neid kam auf. Laut Paul Burrell der Moment, in dem auch Meghan verstand, sie und Harry wären in England immer auf Platz 2. Zwar betont Harry in seinem Buch, er und Meghan haben England verlassen, weil sie ihr Privatleben schützen wollten. Doch warum breiten sie genau das vor der Presse aus? Sie heizen die Konflikte selbst immer wieder aufs Neue an. Es scheint für die beiden der bessere Deal zu sein. Immerhin machen sie allein mit dem Buch 20 Millionen. Und wer interessiert sich schon für ein friedliches Familienleben? All diese Streitereien, die da kreiert werden, zwischen Meghan und Harry und den Royals, bedeuten immer wieder mehr Interesse und mehr Geld. Und es gibt ihnen Relevanz. Was ist das Buch letztlich? Seelenbeichte oder Rache? Seit Jahren fühlt sich Harry zurückgesetzt und vernachlässigt. Insofern ist das Buch auch Rache. Und es ist seine Wahrheit, wie er es sieht. Es ist aber nicht die ganze Wahrheit. Können Harry und Meghan die Monarchie mit ihren aktuellen Enthüllungen zerstören? Ich glaube nicht, dass Harry und Meghan die Monarchie je zerstören können. Sie können sie erschüttern und Schaden anrichten. Aber die Kraft, sie zu zerstören, haben sie nicht. Laut Insidern wurde er bei der Krönung seines Vaters, König Charles, aus dem offiziellen Krönungsprotokoll entfernt und spielt somit keine Rolle mehr. Eine Reaktion auf die Buchveröffentlichung. Längst sind Harry und Meghan Reality-Stars und keine Royals mehr, verdienen mit ihren Enthüllungen Millionen und sorgen sicher auch für die Fortsetzung dessen, was längst wie eine Soap-Opera wirkt.